Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe eine sehr gute Zeit. Es ist Freitag und wir geben uns gerade alle Tracks, die rausgekommen sind. Und ich bin gehypt, weil wirklich viel, viel da ist. Und ich auch mal dachte, hey, wir geben uns auch mal Sachen, die wir uns sonst vielleicht nicht so geben. Auf die Gefahr, dass es mir vielleicht nicht so super gut gefällt, ja. Wir geben uns von Anonym und Bojan. Ich glaube, Bojan. Ich weiß es leider immer noch nicht ganz genau. Try Again. Und ja, ich freue mich drauf. Die letzte Reaction auf Anonym und Bojan, wie gesagt, sage ich jetzt einfach mal, sorry, Bro, ist schon eine Weile her. Falls wir auf Anonym überhaupt schon mal eine gemacht haben, weiß ich gar nicht so genau. Das Ganze ist produziert von This Is YT und ja, ich freue mich drauf, Mann. Wie gesagt, sehr vielseitige Release-Woche, sehr viel rausgekommen. Und wir schauen ganz kurz, das Ganze ist von dem Catalaya Edition Sampler, der ist jetzt auch draußen, ja. Ich packe euch dazu auch nochmal die Links in die Beschreibung und das Musikvideo möchte ich gerne noch einmal abchecken, weil ihr wisst es. Steht hier nicht bei, das heißt, wir werden einfach mal gucken, inwiefern das hier noch erwähnt wird, von wem das Musikvideo ist. Aber ich freue mich drauf. Und ja, Links zum Original ganz oben in der Beschreibung. Wir hören rein, schreibt gerne in die Kommentare, was sonst noch so rausgekommen ist, was ich abchecken soll. Und dann geht's auch schon los. Let's go. Try again. Okay, geil. Geiles Sample, Mann. Okay, das fühle ich sehr. Das ist schon mal nice, Mann. Try again. 2003, ich sitze im Zimmer und hör Timbaland Beats. Und jetzt paar Jahre später check meine Instagram Feeds. Okay, also wir haben kein richtiges Musikvideo. Wir haben einfach so, okay, wir haben so ein Lyric-Video quasi. Okay, deswegen schaut auch nichts in der Beschreibung. Das Sample fühle ich, wie gesagt, sehr. Und ich mag aber auch seine raue Stimme. Der Einstieg war geil. Hör Timbaland Beats. Und jetzt paar Jahre später check meine Instagram Feeds. Ich dachte, Spotify-Streams würde auch passen. Und jetzt paar Jahre später check meine Spotify-Streams. Instagram Feeds, vielleicht kommt noch Spotify Streams gleich als rein. Weiß ich nicht, hätte auch gepasst. Mama hört Timbaland Beats und jetzt paar Jahre später check meine Instagram Feeds. Mama kaufte mir 2006 die ersten Kopfhörer. Superstar, doch ich esse immer noch am Block Döner. Holy glitzert, Blockbuster, Sony Pictures. Du hast nicht an mich geglaubt, sag mal Bro, wie ist das? Damals hat. Oh ey, das ist okay. Okay, so diese Ansagen fühle ich immer, muss ich sagen. So, wenn Leute so, wenn er so sagt, du hast nicht an mich geglaubt, sag mal Bro, wie ist das jetzt so für dich? Wie ist das so, wenn du mich jetzt hier so siehst? Wie ist das für dich? Keine größeren Chancen. Check mein Konto, stopp, meine Söhne sind Bonds. 10k Warenkorb, Airport, Boarding Pass. New Life, damals Einzimmerwohnung, Bossplatz. Manchmal bisschen mehr, manchmal bisschen weniger. Der Bulle will mein Perso, ich sag, check mein Wikipedia. Autobahn, Dope. Okay, ey, also dafür, ich habe jetzt ja lange nichts gehört und ihr auch gar nicht so verfolgt. Aber sehr interessanter Flow, Mann, und wie gesagt, eine sehr angenehme Stimmfarbe, finde ich. Der Bulle will mein Perso, ich sag, check mein Wikipedia. Autobahn, Doping-Test, Handschuhfach, Smoking Reds, VVS-Steine, glitzern, ganze Royal Oak besetzt. Ich bin immer noch der Hoodie, der im Club Towies wirft. We try again and started from the bottom, now we hit. Oh, geiler Einstieg in die Hook, Mann. Try again. Okay, ey Junge, da kommt ehrlich Feeling auf, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass bis jetzt das so gut ist. Ich sag's wie es ist, ich bin sehr gespannt auf den Part von Anonym. Es fing mit Rap an im Kinderzimmer. Ich geb die Texte aus im tiefsten Winter. Mein Neid wächst, es wird immer schlimmer. Diamanten auf der Skeleton-Quartier. Damals im Ghetto ohne Cash im Portemonnaie. Rothschild, Weinlikör, Prada, Safiano, Leder. Bitches lieben diesen Nano, so wie Aloe Vera. Steh das erste Mal vom Spiegel ohne schwarze Mann. Heißt es nicht Aloe Vera und nicht Aloe Vera? Heißt es nicht Aloe Vera? Ich weiß es nicht, man ist ja eigentlich auch Wayne, aber bis jetzt ehrlich, vom Feeling her, der Track überrascht mich. Also wirklich unerwartet gut, Mann. Bitches lieben diesen Namen so wie Aloe Vera. Steh das erste Mal vom Spiegel ohne schwarze Maske. Wo waren die ganzen Leute, Digi, wo ich gar nichts hatte? Wie viele Leute haben mein Auto zerkratzt? Wir gehen immer höher, egal wie viel Auge du machst. Nach dem ich sag's auch, wie es ist. Ich fühle dieses Musikvideo quasi. Es ist halt nur ein Lyric-Video, aber es ist cool aufgebaut. Man hat im Hintergrund, ich denke, Aufnahmen von alten Musikvideos oder so drin. Es ist aber noch fresh gemacht, Mann.
Wir gehen immer höher, egal wie viel Auge du machst. Nach dem M-Paket kauf ich mir ein Lambo Diablo. Ohne Sonnenbank, Hautfarbe, Latte Macchiato, Fahrenheit, kriminell. Oh, wo, warum, ey? Wo ist der Beat gewesen? Ein Lambo Diablo, ohne Sonnenbank, Hautfarbe, Latte Macchiato, Fahrenheit, kriminell. Wäre da jetzt eingestiegen, der Beat wieder, wäre geil gewesen. Immer noch dieselben Jungs, viel Up und Downs. Ich glaub, ich bin am Wendepunkt. Nach der Schule kam die Gosse, nach der Gosse kam die Charts. Danach Luxusprobleme, wir sind Rap-Superstars. Ey, geiles Ende auch von seinem Part. Ich sag's, wie es ist. Der Track überrascht mich gerade sehr, weil ich habe null damit gerechnet, dass ich den so gut finden werde. Ich dachte, jetzt kommen so, keine Ahnung, was mir halt nicht so krass zusagt, whatever. Aber das ist irgendwie richtig von der Atmo her und vom, das ist richtig rund einfach. Geiles Sample drin, Mann. Zwei stabile Parts. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Coole Lines. Coole Attitude so. Try again. Junge, ich bin richtig happy gerade mit dem Track, Mann. Geil. Ey, vielleicht sollten wir echt mal in den Sampler reinhören noch eine Runde, oder? Was ist denn da noch so rausgekommen? Ich habe das gar nicht so verfolgt, wie gesagt. Ich verfolge die Jungs sonst gar nicht so. Jetzt bereue ich es gerade ein bisschen, muss ich sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir da noch beim Sampler was aufholen sollten, ja? Egal, ob als Single rausgekommen schon oder nicht. Weil das war, Digga, das hat mich ehrlich sehr surprised. Positiv, sehr überrascht, ja? Ey, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin einfach sehr happy gerade, dass wir das uns gegeben haben, weil das wirklich sehr doll meinen Geschmack getroffen hat. Das kommt auf jeden Fall auch in meine Playlist, das sage ich euch, wie es ist. Link dazu ist immer in der Beschreibung auch bei den Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ja? Habt einen wunderbaren Tag, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und